Hey Leute und herzlich willkommen zum Mittwochsvideo. Heute reagieren wir mal wieder auf ein Video von High Fishing, denn High Fishing hat sich mal wieder qualitativ stark mit dem Niedersächsischen Angelverband zusammengesetzt und hat dort ein Video gemacht zum Thema Zander. Ich denke mal, es geht eher darum, dass die letzten Monate relativ kalt waren und die Laichzeiten sehr, sehr spät begonnen haben. Aber das ändert nichts an unseren Schonzeiten für Hecht und Zander. Das heißt also, dass auch nach unserer Schonzeit immer noch Laichzeit sein kann, aufgrund der niedrigen Temperaturen. Ich denke, darüber wird dieses Video gehen. Das Video heißt Laichzander vom Nest gezogen, das Aus für den Zander, Bedrohung für die Fortpflanzung, wieder eine Dokumentation. Und die letzte Dokumentation war schon sehr, sehr stark. Blende ich euch hier nochmal ein und den Kanal von Hayfishing packe ich euch natürlich unten auch nochmal in die Infobox. Und es ist nicht nur so, dass Hayfishing darüber berichtet hat, sondern auch das Netzwerk Angeln hat nochmal darüber berichtet und natürlich auch der Angelverband Niedersachsen, weil es schon ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns Angler ist. Aber schauen wir doch einfach mal ins Video rein. Und da sind wir auch schon beim Video Laichzander vom Nest gezogen. Das ganze Video geht 30 Minuten und 44 Sekunden und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze hier geschildert wird. Bin gespannt, Leute. Let's go! Funky! Ah, das sieht aus wie Matthias Emmerich, heißt er, glaube ich. Der Biologe, der... Ne? Ich glaube, das ist er wieder. Mit denen haben sie schon öfter zusammengearbeitet. Starker Typ. Hey Fishing. Oh, hi. Hi Fishing. Moin Leute und herzlich willkommen im heutigen Moin. Video. Ich bin am Wasser zusammen mit Matthias. Moin. Der ist schon fleißig am Angeln. Ja, wir sind am Mittellandkanal angeln und wir sind nicht auf Raubfisch unterwegs, sondern wir angeln hier gerade auf. Kennt ihr schon meine neue Tasse? Cool Cat, Leute. Cool Cat. Also, seid cool. Friedfische. Und das hat einen Grund. Bei uns hat der Zander gerade noch Schonzeit. Und ja, deswegen dachten wir, dann angeln wir ein bisschen auf Friedfisch. Wir probieren hier ein paar Grundeln zu fangen und vielleicht noch ein bisschen was anderes. Und ja, Matthias hat auch gerade, oder der Anglerverband hat auch gerade so einen Faktencheck rausgebracht zu dem Thema Zander. Wie sich das auswirkt, der Angler auf den Zander, vor allen Dingen in der Laichzeit. Und da dachten wir, das können wir ein bisschen nutzen und können heute nebenbei mal ein bisschen am Wasser drüber schnacken, während wir ein bisschen angeln. Und ja, wir hoffen, dass wir euch ein paar Fische zeigen können und ihr ein bisschen was lernt in dem Video. Also, viel Spaß und bleibt dran. Ah, das klingt geil. Das klingt geil. Klingt auch sehr, sehr wichtig für uns Angler auf jeden Fall und auch natürlich für den Bestand der Zander. Ich bin gespannt. Super, super Idee und die Zusammenarbeit mit High Fishing, dem Angelverband Niedersachsen, als auch mit Matthias, ist einfach immer optimal. Ich liebe diese Videos. Sie haben schon so viele Videos damit gemacht, mit invasiven Arten, mit dem Angelverbot vom letzten Mal. Einfach stark. Macht auf jeden Fall weiter so. Gefällt mir sehr gut. So, Matthias, bist du fleißig am Stimmen, ne? Hast du schon was gefangen? Ein paar Grundeln. Haben wir schon. War klar am Kanal, ne? Aber vorhin hattest du auch einen guten Fisch dran, ne? Ja, ich dachte, ich habe einen Hänger und dann hat sich der bewegt. Aber an so einer 3-Meter-Stippe keine Chance die gehabt. Die war knüppel krumm. Ich bin schnell zum Ketter und dann war es schon weg. Ne? Ja, ja. Ganz cool. Ja, wer kennt's nicht, ja? Wer kennt's nicht? Immer beim Köderfischangeln passieren immer die verrücktesten Dinge. Wollen wir ein bisschen über den Zander reden heute, ne? Du hast ja ein bisschen was, oder ihr habt ja beim Anglerverband da gemeinschaftlich ein bisschen was geschrieben, ne? Genau. Ja, ich würde sagen, wir können ja erstmal so ein bisschen basic-mäßig einsteigen über den Zander, so ein bisschen über die Biologie reden vom Zander, so. Mhm. Über das Verhalten und über Laichverhalten und sowas. Wie ist denn das beim Zander? Also grundsätzlich, warum, fangen wir mal vorne an, warum wir jetzt diesen Faktencheck geschrieben haben, ist eigentlich immer, dass nach Ende der Raubfischschonzeit, die ja häufig so am 1. Mai ist, alle gehen sie auf Hecht, kommt halt immer wieder die Diskussion, wie sieht es denn mit dem Zander aus, der leicht ja später und dann sieht man ja auch häufig, dass sehr dunkel gefärbte Fische gefangen werden. Ja, ja. Und das hat halt alles mit der Reproduktion zu tun und im Endeffekt geht es uns auch darum, dass wir einfach auch an die Angler appellieren und vielleicht auch an unsere Mitgliedsvereine einfach so ein bisschen sich Gedanken über diese Biologie des Fisches zu machen und letztendlich auch den anders zu managen.
Ja, absolut richtig. Man sieht verhäuft auch nach zum Ende der Hechtschon-Zeit schon sehr stark viele, viele dunkle Zander, dass Bilder damit gepostet werden, etc. Ganz krass, ganz krass. Und da muss man ja nicht mal jiggen oder so. Da reicht ja, wenn man einfach einen tieflaufenden Köder über das Zandernest fliegen lässt und fliegen lässt, schwimmen lässt und die Zander attackieren dann den Köder, weil sie ihr Nest verteidigen wollen, etc. Da werden wir bestimmt gleich noch drauf einkommen, aber eingehen. Weiter geht's. Ja. Also einfach so ein bisschen Nachhaltigkeit da reinbringen. Und das ist halt beim Zander besonders, also gerade auch bei der Biologie, das ist halt einer der wenigen Fische, unserer heimischen Fische, die tatsächlich Brutpflege betreiben. Also die Männchen bewachen ihre Nester. Und während dieser Bewachungsphase sind sie entsprechend dann auch einfach zu fangen, wodurch es dann auch durchaus negative Einflüsse von Anglern auf die Bestände geben kann. Ja. Weil der, also das ist so, die Leichen ab. Das Weibchen zieht dann weg nach dem Ableichen und das Männchen bleibt auf dem Nest stehen, ne? Ja, genau. Also wir können ja mal ganz vorne anfangen. Fangen wir mal ganz vorne an. Geil wäre es, wenn er jetzt auf das Schiff zeigen würde. Fangen wir mal ganz vorne Kommt der Dampfer hier gerade Genau, wir warten vorbei. kurz das Boot ab, Warten wir also holen unsere kurz. Posen nochmal rein, glaube ich. Ich habe Angst, dass Ja. meine Rute reinfliegt hier. Oh, meine Pose fliegt weg. Aber wisst ihr, was das Geilste ist? Geilste Nebenbeschäftigung bei einer guten Diskussion ist doch das Angeln, oder? Man angelt, auch wenn man nicht angelt. Wisst ihr, was ich meine? Die Pose ist im Wasser oder sonst irgendwas. Man hat was, was man achten kann und unterhält sich einfach. Ich finde, Angeln ist mit einer der besten Nebenbeschäftigungen, um gute Gespräche zu führen, oder? Was denkt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Posen liegen wieder Jo. richtig, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren Beim beim Laichen. Laichen, Ja, genau. also wenn man sich jetzt ich sag mal, die klassischen Raubfische anschaut, Hecht, Zander, Barsch, dann laicht der Zander am spätesten. Also der Hecht ist der Erste, dann kommt der Barsch und danach kommt ungefähr der Zander. Ach, guck, das wusste ich gar nicht. Ich hätte erst den Barsch, dann Hecht, dann Zander gesagt. Ah, krass. Krass. Das hatte ich so noch nie auf dem Schirm. Stark. Und man sagt, die minimale Temperatur ist eher schon so zwischen 10 bis 12 Grad. Und ich habe hier gerade mal auf mein Handy geguckt. Der Mittellandkanal hat heute, wir sind hier am 7. Mai, 11,6 Grad. Also wir gehen davon aus, dadurch, dass es dieses Jahr so lange so kalt war, dass die Zander überhaupt Noch noch nicht gar nicht, angefangen ja. haben oder gerade erst anfangen. Ja. Genau, und die Zander suchen in der Regel zum Laichen flache Gewässerbereiche auf, die sich entsprechend schneller erwärmen. Und die Männchen sind mitunter schon sehr früh an diesen Laichplätzen, mitunter 4 bis 6 Wochen vorher, bevor überhaupt die Weibchen Ah, erst das sind die auftauchen. sammeln sich an sozusagen Genau, und also es warten auf gibt, die Weibchen. genau. Das ist so, wie ich es am Anfang schon erzählt hatte, ne? Wegen den Temperaturen. Alles klar. Es gibt in vielen Gewässern, wir nennen das so traditionelle Laichplätze. Also die werden wiederkehrend immer wieder von den Zandern aufgesucht. Und die Männchen sammeln sich dann, die stecken, vermutet man so, ihre Territorien ab und warten dann auf die Weibchen. Und die Weibchen wählen letztendlich dann ihren Nestpartner aus. Ach, Ja, und das krasse. ist ja schon mal ein sehr, sehr spannender Punkt, dass du sagst, dass das so Laichgebiete sind, die immer wieder aufgesucht werden. Mal bei den Menschen auch so. Das heißt, es ist, man könnte das da, das wäre ja schon ein Punkt, wo man super ansetzen kann mit Management, ne? Ja, genau. Also jetzt bezogen auf den Kanal wissen wir natürlich sehr wenig, aber wir kennen das aus anderen Seen, auch Seen, die wir als Anglerverband nutzen. Da sind unsere Laichplätze der Zander relativ gut bekannt. Ja. Oder im Elbe-Seitenkanal wissen wir auch. Und da setzt man dann idealerweise Management an. Das ist schon richtig. Ja. Genau, und dann haben sie abgeleicht, dann steht das Männchen auf dem Nest und wie lange läuft das? Also Ja, genau, das ist halt die wichtige Phase. Also grundsätzlich spannend ist tatsächlich, wenn wir nochmal in die Biologien gehen, die Weibchen suchen sich mehr oder weniger die Männchen aus. Die bevorzugen häufig Männchen in der gleichen Größe. Das heißt, Ach ein was. großes Weibchen, 80er Fisch, wird sich auch ein großes Männchen suchen. Wird es vielleicht dann sogar immer schwieriger, umso größer ein Fisch wird, dass das Ableichen für Zander auch immer schwieriger wird? Dann die Frage. Gibt es. Ich stelle mir gerade so vor, dass es vielleicht immer weniger größere Fische geht, wenn es nach oben geht. Kann mir gut vorstellen, bin mir nicht sicher. Das müsste man dann beantworten, wie das statistisch aussieht. Ich weiß nicht, ob man das so irgendwie sagen kann, aber das würde mich immer interessieren, dass so zum Beispiel in einer Größe von 40 bis 70 Zentimeter oder 60 Zentimeter
Zander häufiger ableichen als 70, 80 plus Zentimeter. Das wäre mal interessant. Das wäre mal interessant, wenn die Zander sich so gleiche Größen die Partner suchen. Mich da jetzt die Frage. Vielleicht wird das auch noch beantwortet. Wir werden sehen. Wobei die Weibchen ähnlich wie beim Hecht auch tendenziell größer werden. Also wenn man jetzt, ich sag mal, 90er oder plus so ein Riesenzetti fängt, ist es in der Regel immer ein Weibchen. Aber es ist selten, dass jetzt sich ein 80er Weibchen dann so einen 45er Bock irgendwie aussucht als Paarungspartner. Und dann Okay. vor dem eigentlichen Laichen sondieren die Weibchen so ein bisschen diese Nester und sie bevorzugen Männchen, die sehr lange auf ihren Laichgruben verharren, ohne dass da bisher erst Eier drin sind. Das sind so ein paar neue Ergebnisse, die jetzt erst rausgefunden wurden. Das heißt, bevor die Weibchen. Ist vielleicht so dann als Zeichen dafür, dass das ein guter Fisch ist, der das Netz lange beschützt, und somit ein guter Hütefisch ist, wahrscheinlich. Überhaupt kommen, legen die Männchen so eine Art Laichgrube an. Sie machen so eine Vertiefung, die kann manchmal bis zum Quadratmeter groß sein, also Ja, das relativ ist ja wirklich groß. groß. Ja, weil halt die Weibchen auch sehr viele Eier haben, also bis zu 250.000 pro Kilo Körpergewicht, das ist enorm viel. Ach, Pro Kilo krasse. Körpergewicht. Ja, also Krass. wenn man dann mal sagt, so ein 80er Fisch mit 5, 6 Kilo, Ja, da ja. kann halt enorm viel bei Das ist ja rumkommen. enorm. Boah, überlegt euch das mal und dann seht ihr, wen der da abknüppelt. Heftig, Mann. Heftig. Puh. Das muss nicht immer so sein. In der Natur ist es häufig auch eher ein bisschen weniger, aber grundsätzlich schon enorm große Eimengen. Und Ja, die und die, müssen. das ist dieses, was du eben gesagt hast, die nehmen den, der das Männchen, das am längsten draufsteht auf dem Nest. Genau, weil so vermutet man ja, dass das quasi schon dem Weibchen signalisiert, dass das Männchen, auch wenn die Eier gelegt werden, auch Ja. sehr gut auf diese Eier aufpassen Ah, kann. okay, ist Sag so ich ja, der guter Hütefisch. Ausdauer sozusagen. Ja, Genau. Also stark. wenn man jetzt ein Männchen hätte, der auf seiner Laichgrube rumhockt und dann alle 2 Minuten irgendwo anders hinschwimmen, versucht Ja. was zu fressen, das signalisiert wohl dem Weibchen, oh, der passt nicht ganz so gut auf meinen Nachwuchs Der auf. gibt das Gelege ziemlich schnell Genau, auf, dann nehme ne? ich Ja. lieber einen anderen, der da einfach jetzt ein paar Tage oder mitunter Wochen schon hungert Ja. und sich kaum bewegt. Ja. Dann vermutet man, dass die Weibchen dann denken, ja, da kommt der Nachwuchs besser durch. Ja, Krass, das okay. ist ja faszinierend. Genial. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir jetzt mal kurz zwischendurch ein paar Fische und gibt es ja noch ein paar andere ziemlich spannende Sachen, die wir dann gleich nochmal abklären. Bin sehr gespannt auf diesen Faktencheck auf jeden Fall. Hast du einen Fisch? Nee. Ich dachte ja, du. Fehlt nicht. Okay, ich muss auch noch mal auf meine Dose gucken, ob da was Wo ist die passiert. denn? Die ist Oh. weg, oder? Ich sehe sie auch nicht. Entweder ist die um Die die ist Ecke. nur. Ja, Ja. los. Hol die Grundel Die da ist raus. weg. Ja, Leute, leider kein Fisch. Aber dann kann ich euch mal ganz kurz zeigen, wie ich angel. Ja, ich angel hier mit so einem Waggler ganz simpel, ein bisschen Schrotblei. Hab hier eine Spinnrute. Also echt richtig, richtig improvisiert heute. Also nichts Hochprofessionelles. Und mit ein bisschen Wurm. Wir haben vorhin schon ja, ein paar Grunneln gefangen, aber da war leider die Kamera noch nicht an. Aber mal schauen. Also ich bin guter Dinge, dass wir jetzt hier gleich mal ein paar rauskriegen. Und das hat mir auch stimmt. Ich hatte ja vorhin. Ein Barsch, ne? Barsch. Genau, ich habe vorhin einen Barsch. Wie hatte Schön. der? So 15 cm? Boah, Hatte der? 20 schon. Alter, ein Monster. Stark, Mann, Julian. Stark. Ja, ne? Ja, 15, 20 cm, noch ganz dick, also auch noch nicht abgeleicht anscheinend. Wann laichen Barsche ab? Weißt du? also eigentlich Mitte April, Ja. aber dies Jahr ist halt alles später. Also Ja. der war ja noch Der war randvoll mit komplett, Laichen ja. gefüllt. Also die müssen wahrscheinlich jetzt irgendwann dann final laichen. Okay, also die brauchen auch noch ein bisschen, Ja, weil das wusste krass. ich auch immer noch nicht so, weil man merkt ja dann immer, man fängt immer noch keine Barsche, ne? Weil die wahrscheinlich noch nicht durchgeleicht Genau, haben, ne? also unmittelbar, wenn die tatsächlich laichen, ist bei sehr vielen Fischen, dass man sie dann überhaupt nicht fängt. Ah, okay, dann hatte ich vorhin einfach nur Glück, dass der dachte, Mensch, so einen halben Dendrobener hau ich mir dann doch mal rein. Oh, da ist ein Fisch. Oh, hast du? Schön. Aber keine Grunde. Aber ein Barsch, oder? Mensch. Nicht der Zielfisch. Aber Rotauge. Aber ein schönes Rotauge. Oha. Oha. Ja, Mensch, Matthias Petri. Also, Aber das ist. schönes. Das ist ein schöner Da sehen Fisch. wir sogar noch Fisch hier heute. Stark, schönes. Mann. Also, das fängt man auch nicht alle Tage hier, ne? Nee. So als Raubfischangler. Als Raubfischangler sowieso nicht. Ja. Nicht der Zielfisch geht dann wieder zurück. Geil. Bam, 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 bam.
Ja, Mensch, wer hätte das gedacht, Matthias, dass man hier wirklich nebenbei jetzt nur solche Fische fangen kann, ne? Ja. Also die war ja wirklich schon, 30 hat sie gehabt bestimmt, ne? Denke ich auch. Sicher. War schon ein schöner Fisch. Ja, mega. Und wie ist das ja, wenn wir jetzt gerade schon hier beim Thema Größe sind, ne? Großer Fisch, wie ist das beim Zander mit der Größe, ja, mit dem Ableichen? Müssen die groß sein oder was für ein Maßen müssen die haben? Gibt es da Daten? Also gesetzlich haben... Jetzt bin ich gespannt. Ja, das ist ein bisschen witzig, oder was heißt witzig, ist es eigentlich nicht. 35 Zentimeter nach dem niedersächsischen Fischereigesetz bzw. der Binnenfischereiordnung. Das ist allerdings schon sehr klein und die meisten... Zumindest mal 35 cm ist so klein. Ich, jedes Mal denke ich das wieder, ne? Es sind so vielen Gewässern so, dass es mindestens so 35, 40 cm ist. Und es ist so klein für einen Zander. Es ist wirklich so klein. Könnte man ruhig höher setzen. Ich meine, beim Hecht, das war in vielen Gewässern auch 60 cm, also da wo ich fische, auf jeden Fall. 35 cm Zander, Leute. Was? Echt. Für die Küche ist zu wenig 35. Die Küche ist, in meinen Augen, ist zu wenig. Die meisten Vereine erhöhen ja freiwillig auch die Mindestmaße. Ja. Ne? Also Fischereiverein hier jetzt im Kanal wäre 50, was auch völlig okay ist. Also wenn man sich die Biologie der Art anguckt, die wird in der Regel mit 3 bis 4 Jahren geschlechtsreif. Und dann haben die meistens so eine Größe zwischen 35, 45 Zentimeter. Okay. Also, das heißt, wenn man die 35 hätte, wären die wahrscheinlich noch gar nicht... geschlechtsreif oder genau, und man hätte halt eine sehr starke Selektion hinsichtlich des Geschlechts, weil ja, die Weibchen werden immer ein Jahr später geschlechtsreif in der Regel als die Männchen. Ah, okay. Das heißt, wenn man jetzt ein ganz geringes Mindestmaß hätte, diese 35, dann hätte man sehr viele Weibchen, die man rausfängt und entnehmen darf, die aber überhaupt noch nicht abgeleicht haben, weil sie noch gar nicht geschlechtsreif sind. Krass, ja. Und deswegen sagen wir, es sollte Minimum 45 sein, dann ist man, glaube ich, safe, dann hat man die ganzen Männchen geschützt und die Weibchen in der Regel auch alle. Und ich glaube, wenn man dann auf 50 geht, dann sollten wahrscheinlich alle Fische einmalig abgeleicht haben. Das ist man eigentlich sicher, ne? Auf der sicheren Seite. Ja, das hätte ich jetzt auch gar nicht so gedacht, dass die Zander, also mit 35 so, 35, 40, das finde ich ja echt schon krass. Also das sind ja noch kleine Fische, ne? Also wenn man so einen 35er Zander in der Hand hatte, wäre ich jetzt nicht gedacht, dass die schon ableichen. So. Ja, das ist echt... nicht die Größe, ne? Ja, also wenn es ein Männchen ist, definitiv. Man sieht das ja auch manchmal, dass sie dann, dass da auch durchaus schon mal die Milch rausläuft. Ne? Also es ist auch grundsätzlich so, dass in stark beangelten Beständen die häufig auch früher geschlechtsreif werden. Ja, die verbutten sozusagen. So. Ja, es ist nicht unbedingt eine Verbuttung, aber es ist eine Anpassung auf hohen Raubdruck. Das ist generell bei Fischen. Also wenn die merken, ich werde schnell gefressen, dann macht es für einen Fisch natürlich Sinn, eher in Nachwuchs zu investieren, als sonst zu sagen, ich werde jetzt erstmal groß und reproduziere mich dann. Also das ist schon ein Phänomen, was auch in stark beangelten Beständen durchaus auftreten kann. Okay. Also man kann man ja sagen, bei uns am Kanal ist es ja irgendwie so ein bisschen, die Durchschnittsgröße ist hier ja bei 40 bis 50. Eher unter 50, genau. Ja, ja. Also so ein 60er Kanalzander hatten wir ja vorhin schon mal kurz. Das ist schon wirklich ein guter Fisch. Absolut. Ne? Ja. Da kann man schon Kapital zu sagen. Ja, also hier auf jeden Fall. Und deswegen ist ja auch so ein bisschen das Thema in Mode, stark kommen, man, ne? Diese großen Fische zu schützen. Weil man ja auch sagt, gerade auch bei diesen Erstleichern, in der Regel sind die auch nicht so hochproduktiv. Das heißt, wenn jetzt selbst ein 45er Weibchen leichen würde, kann sein, dass er vom Nachwuchs nicht so viel übrig bleibt. Ja, okay. Dann macht das sozusagen an der Stelle Sinn, wirklich, da haben wir ja schon mal ein anderes Video zu gemacht, das verlinke ich mal hier oben, zum Thema Entnahmefenster, ist ja beim Zander dann sozusagen in Bezug auf Laichverhalten wirklich optimal. Es ist, genau, es ist ähnlich wie beim Hecht auch, ne, dass man einfach sagt, die großen Fische zu schonen, kann aus ökologischer Perspektive durchaus sinnvoll sein. Ja. Absolut, wenn man überlegt, dass pro Kilo 2500 Eier trägt das Weibchen, das ist schon... das ist schon viel. Wenn man dann die großen Arten schont, dann ist die Reproduktionsrate natürlich höher. Ja, krass. Krass, das muss man sich mal vorstellen. Na, ja. Ein bisschen. Ah. Ja, das geht schnell hier, ne? Die Grunde. Ja, da haben wir so. Verwurm, da können sie nicht widerstehen, ne? Prall, Geister. Ja. Oh, ein pralles Weibchen. Oh. Man sieht das hier. Prall gefüllt. Extrem. Ja, töten wir mal. Ja, das ist ja eigentlich auch ganz interessant, diese
Parallele. Ich habe es bei euch ja schon im Faktencheck gelesen. Mit Grundel und Zander. Mhm. Grundel ist ja auch Leichtbewacher sozusagen, ne? Genau. Also das Männchen steht auch drauf. Auf also wir können die einfach mal aufschneiden, wo wir gerade hier sind. Stimmt, hier sind ja wahrscheinlich die. Ob man da was sieht, ne? Jetzt kommt. Da kommen die Eier hinten schon raus. Oha, ja. Das hier sind die Eier. Also für so einen kleinen Fisch relativ groß. Also Zandereier sind wesentlich kleiner als Grundeleier. Ach, krasse. Ja, also die haben häufig nur so 1 Millimeter. Ja. Die hier haben ja jetzt durchaus, das geht schon Richtung 2 Millimeter. Das ist echt. Hier ist nochmal so ein richtiger Laichstrang. Mhm. Ja, krass, das ist echt viele Eier. Das ist richtiger Biologieunterricht hier, voll schön. Stark. Echt viel. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, die hätten so ein paar Eier. Nee, also das sind schon. Ich habe mal, vielleicht ist auch ein Mythos, aber ich habe mal gehört, dass Grundeln 4-mal im Jahr ableichen. Ihr könnt es ja mal den Kommentaren beantworten. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es nur mal gehört oder habe es irgendwo gelesen. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber 4-mal im Jahr wäre krass. Viel, ne? Ja. Naja. Krass. Genau, die bewachen auch, ja, ähnlich wie beim Zander auch die Männchen. Die bewachen dann das Gelege. Und auch diese Verfärbung, ne? Und die werden auch schwarz, genau. Vielleicht fangen wir noch ein schwarzes Männchen, ähnlich das wie bei den genial. Zandern. Ja, das wäre genial. Und was ja auch interessant ist, was wir ja vorhin hatten, oder was ich bei euch im Faktencheck gelesen habe, zum Thema, wenn der Zander, wenn der Bock draufsteht auf dem Nest und das Nest verlässt, dass dann sozusagen Räuber rangehen können und das in Gewässern, wo die Grundel da ist, das natürlich ein extremer Faktor sein kann. Ne? Das heißt, ja, wenn ich große Grundelbestände oder starke Grundelbestände habe, können die so ein Gelege wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit verputzen. Ne? Das, genau, das vermuten wir. Das wurde jetzt wissenschaftlich noch nicht untersucht, aber ja, man weiß halt von amerikanischen Bassarten, Schwarzbarsch, Forellenbarsch, die auch die Nester bewachen, die Männchen. Da gibt es tatsächlich Untersuchungen, die zeigen, wenn das Männchen dann vom Nest ist, dass die Grundel da kurz einen Prozess machen. Ne? Boah, krass, Mann. Das nochmal zum Thema invasive Arten auch und dass invasive Arten die heimischen Fischarten bedrohen sozusagen, indem sie einfach den Laich fressen. Oh, krass. Und das kann innerhalb von 10, 15 Minuten kann dann tatsächlich auch so ein Gelege komplett aufgefressen werden. Oh. Und wir vermuten halt, dass es beim Zander dann ähnlich so ist. Wenn er jetzt im schlimmsten Fall fängt ein Angler den vom Nest, entnimmt den und dann sind halt überall Grundeln und dann machen die sich ruckzuck über die Eier her. Ich muss da mal kurz das Boot durchlassen. Ja. Ja, sorry Leute, hier ist echt, wir sind hier an einem richtig schönen romantischen Spot. Da drin ist die Eisenbahn. Die ja, sehr gut. Aber die Fische stehen ja. Bidi-bidi-u. So, ja, ich würde sagen, wir haben ja jetzt schon einiges erfahren zu der ganzen Biologie und generell zu dem Ableichverhalten und so. Was kann man da jetzt so für Schlüsse draus ziehen? Für Angler eigentlich, also dass das irgendwie man da vernünftig mit umgeht jetzt mit dem Laichverhalten. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, Leute. Passt alle auf, ne? Betrifft jetzt auch euch. Ja, das war ja auch eigentlich so ein bisschen unsere Intention, warum wir diesen Faktencheck gemacht haben. Also lest euch den gerne mal durch. Da stehen explizit Verlinke ich euch unten auch in der Infobox. Empfehlungen für Angler drin und wir haben aber auch gleichzeitig Empfehlungen für Fischereibewirtschafter, also Angelvereine gemacht. Aber für den Angler ist vielleicht einfach wichtig, er muss sich im Klaren sein, wo er angelt. Es gibt natürlich genügend Gewässer, wo keine oder gar kaum Zander vorkommen. Da kann man auch wahrscheinlich ganz normal am 1. Mai mit Gummifisch auf Hecht angeln. Aber jetzt so wie hier am Mittellandkanal, wo ja der Zander durchaus der dominierende Raubfisch ist, sollte man jetzt nicht Anfang Mai und wahrscheinlich auch noch nicht Mitte Mai mit Kunstköder losgehen. Weil eben durch diese Aggressivität der Männchen, die auf dem Nest stehen, die sehr häufig gehakt werden. Obwohl die eigentlich kaum fressen, aber die sehen halt so einen Gummifisch als potenzielle Beute. Einfach, das ja. Das ist gar kein Fressen wirklich, kein aktives, sondern das ist eher dann ein Reiz, da ist sowas, ich muss mein Nest verteidigen. Genau. Genau. Weg, ne? Also das ist eher, das wird als Bedrohung wahrgenommen. Ich hack da jetzt mal drauf. Ja. Und da gibt es jetzt auch eine neue Studie, die ist auch in dem Faktencheck zitiert. Die haben halt gezeigt, dass so ein Zander in einer Minute bis zu 17 Mal so einen Gummifisch attackiert, wenn der auf dem Nest ist oder in der Nähe des Nestes. Ne?
Man muss aber auch erwähnen, dass der Aktionsradius der Zander, ab wann sie dann einen Köder attackieren, sehr begrenzt ist. Also man geht davon aus, dass es ja so maximal so einen Meter um das Nest rum. Also da muss der Gummifisch sein. Wenn er jetzt 2 Meter vom Netz lang gejiggt wird, wird der Zander sehr wahrscheinlich nicht drauf hauen. Ah, okay. Aber wenn man dann wieder, wie wir ja vorhin schon hatten, ein Laichgebiet hat, genau, wo die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass irgendwo ein Nest steht, und ich bin da zum Beispiel am Faulenz, ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ hoch, dass ich irgendwo auf ein Nest treffe. Genau. Und da sind wir eigentlich auch direkt beim nächsten Tipp. Also es kann ja immer mal vorkommen, gerade wenn man die Gewässer nicht gut kennt, dass man so ein dunkles Männchen fängt. Dann sollte man tunlichst den Angelplatz verlassen, weil es nicht ausgeschlossen sein kann, dass dann in der näheren Umgebung weitere Nester sind, häufig gruppenweise Laichen. Und dann verhindert man entsprechend, dass man dann noch einen Zander vom Nest fängt. Okay. Also das ist ein sehr guter Hinweis, sobald ein dunkles Männchen gefangen wird, schnell zurücksetzen und Angelplatz im Idealfall verlassen und woanders weiter angeln. Das ist gut zu wissen. So, Boot ist weg. Ja, wie ist das jetzt? Du hast ja gerade gesagt, tunlichst den Angelplatz verlassen, wenn man einen gefangen hat. Aber was mache ich unmittelbar? Also wenn ich jetzt doch irgendwie den Fall habe, dass ich einen gefangen habe, so, habe den abgehakt, muss ich da noch was beachten? Ja, also grundsätzlich, ich meine, die erfahrenen Angler wissen wahrscheinlich schnell, dass sie vielleicht Zetti dran haben. Also möglichst schnell rausdrillen, ganz schonend behandeln. Ne? Zander sind auch sehr zickig, was der Aufenthalt an der Luft angeht. Und ganz wichtig, weil wir wissen aus Studien, dass wenn man die Zander zurücksetzt, sie auch wieder zum Nest zurückkehren und durchaus die Eier weiter bewachen. Das ist doch mal eine super wichtige Info, dass man einfach richtig schonend behandelt und dann einfach wieder schonend released und dann geht der Zander wieder zurück zum Nest. Das ist eine super wichtige Info. Wenn sie bis dahin nicht von den Grundeln schon gefressen wurden. Ja. Und deswegen, für die Angler, für euch ist es extrem wichtig, wenn ihr jetzt einen Zander gefangen habt, den nicht einfach so wie hier, wenn wir jetzt hier stehen, von der Spundwand plumpsen lassen, sondern möglichst da zurücksetzen, wo er gebissen hat. Weil dadurch verringert sich die Distanz, die der Zander benötigt, um zu seinem Nest zurückzukehren. Und das können entscheidende Minuten sein, wo es die Grundeln dann nicht schaffen, den Laich zu fressen. Ne? Und in dieser einen Untersuchung, die wir da zitiert haben, waren die Rückkehrdistanzen der Zander zum Nest sehr gering. Also in einer Minute gerade mal 1 bis 2 Meter. Ah, krass, ey. Krass, dass sie das so schnell wiederfinden, ne? Heftig, richtig kluge Tiere. Und wenn man, das kann man sich ja mal ausmalen, wenn man den, ich sag mal, aus 20 Meter Entfernung gefangen hat und den dann da zurücksetzt, wo man gerade steht, dann kann es mitunter 20 oder 30 Minuten dauern, bis der Zander zurück auf dem Nest ist. Ja, und in der Zeit hätten die Grundeln da auf jeden Fall Buffet, ne? Und das sollte man halt vermeiden. Deswegen, wenn diese aus Versehen gefragt werden, möglichst da zurücksetzen, wo er vermeintlich dann auch gebissen hat. Okay. Und wie ist das? Weil es ist ja dann in den meisten Gewässern dann doch erlaubt, irgendwie zu der Zeit jetzt mit kleinen Gummis. Also wir könnten ja jetzt bei uns hier theoretisch auch mit kleinen Gummifischen, könnten wir ja sagen, wir angeln jetzt können hier auf Bach und so. Genau. Wie ist das mit dem Zander? Kann man da sagen, dass sich die Ködergröße auswirkt da auf das Männchen? Oh. Ja, auch da. Super Frage. Ködergröße, stark. Gibt es Hinweise? Das ist halt alles noch nicht so im Detail untersucht, aber grundsätzlich nimmt man an, dass größere Köder aggressiver attackiert und häufiger attackiert werden als kleine. Mhm. Vermutlich nimmt der Zander einfach einen größeren Köder als höhere Gefahr für sein Gelege wahr und da haut er dann halt häufiger drauf. Deswegen, wenn man unbedingt mit Kunstköder angeln will, was man aber in der Zanderschonzeit eigentlich jetzt nicht machen sollte, dann möglichst kleine Köder wählen, weil da die Wahrscheinlichkeit ist, dass man da aus Versehen dann so einen Zander fängt, vermutlich ein bisschen geringer ist. Ja, das ist aber auch ein guter Tipp, ne? Weil da ist man dann so ein bisschen, ja, fand ich immer so, auch die letzten Jahre, ich war dann immer so ein bisschen im Zwiespalt und dachte, ach Mensch, mit so einem 5 cm Köder auf Barsch, man will ja dann doch irgendwie auch angeln, ne? Das ist ja dann ja, so. Ja, also im Endeffekt müsste man sich, ich meine, es gibt ja auch genug Ecken, wo man relativ sicher ist, dass da weniger Zander bis gar keine Zander sind. Also ich meine, ich mache das auch gerne in der quasi das ganze Jahr über mit Kunstköder zu angeln, aber dann sucht man sich halt Bereiche oder auch Gewässer, wo primär Barsche vorkommen. Ne? Ja. Genau, richtig. Es ist ja auch irgendwie so, man muss ja nicht immer die ganze Zeit rund um die Uhr am gleichen Gewässer angeln, so, dann muss man sich halt die anderen Möglichkeiten suchen. Gerade wenn man sein Gewässer kennt oder die Gewässer, wo man angelt, dann sucht man sich halt die Gewässer aus, wenn man nachhaltig agieren möchte, wo man einen geringen Zanderbestand hat. Oder wenn man eh auf Hecht fischen will oder auf Barsch, dann benutzt man halt so lange Spinningköder einfach und dann geht das ja auch.
kann man ja diese 2-3 Wochen noch abwarten, denke ich mal, und dann auch okay. Ich meine, ich habe bis jetzt noch nicht einmal mit Gummifisch gefischt bisher. War die ganze Zeit, wir haben es jetzt Ende Mai, 25.05. jetzt alles bisher mit Spinnerbait gemacht und sowas alles. Und ja, deswegen auch bisher nur auf Hecht und auf Barsch aus. Hat auch ganz gut geklappt. Naja, aber ihr wisst, was ich meine. Suchen und freut sich dann, glaube ich, einfach umso mehr, wenn die Zanderschonzeit vorbei ist, die durchgeleicht haben und man dann mit gutem Gewissen wieder auf genau. Zander angeln kann. Ne? Und letztendlich dient das halt alles einem nachhaltigen Management dieser Bestände. Ja. Ne? Also da muss man halt einfach ein bisschen umsichtig mit umgehen. Und vielleicht noch eine Sache hinsichtlich der Aggressivität, die wir jetzt schon häufiger angesprochen haben, die steigt auch, je länger der Zander auf dem Nest sitzt. Also das heißt, wenn er jetzt, das Weibchen hat die Eier gelegt, dann sitzt je nach Temperatur der Zander irgendwas zwischen 5, maximal 8, 9, vielleicht auch 10 Tage auf dem Nest und bewacht die Eier. Und je länger er auf dem Nest ist, desto aggressiver wird er. Ach krass, ey. Einbringen. Weil er natürlich, aus Sicht des Zanders, hat er natürlich enorm viel Energie schon investiert. Und dann ist der Preis, sein Gelege zu verlieren gegenüber Nesträubern, natürlich mit zunehmend fortschreitender Zeitdauer höher. Ja, verständlich. Das heißt, wenn jetzt ganz am Anfang die Eier sind gerade abgelegt und dann wird er irgendwie gestört, dann ist er vielleicht noch nicht so aggressiv. Aber wenn die Larven quasi kurz vorm Schlupf sind und dann kommt nochmal so ein Köder, dann haut er da natürlich drauf, weil er genau sagt, ich habe jetzt schon so viel Energie in den Bewachung meines Nachwuchses gesetzt, jetzt will ich auch, dass er dann final schlüpft. Das muss ich dann auch ja, okay, krass. Genau. Krass, also das deutet sich alles an und das sind einfach so Sachen, die man berücksichtigen muss. Und das heißt, gerade wenn die Zander-Schonzeiten von den Vereinen schlecht gewählt sind, also man darf zum Beispiel ab Anfang Mai los, also man sollte es einfach nicht machen, wenn man weiß, dass Zander in dem Gewässer vorkommt. Ja, bin ich absolut. Stehe ich absolut hinter, Leute. Stehe ich absolut hinter. Ich glaube, es gibt ja selten diese Gewässer, wo man sagt, dass diese Bedingungen vorhanden sind, die sind so flach, dass sie sich schnell erwärmen oder so, dass die Zander schon ableichen. Das ist wahrscheinlich bei uns in Deutschland relativ selten. Ja. Es wird diese Ausnahmen geben. Genau. Weiß ich, also wir haben ein paar Seen, wir haben ja auch als Verband den Dümmer, Steinhuder Meer, die sehr flach sind. Aber da wissen wir auch relativ genau, wann die Zander laichen, wo die Zander laichen. Da haben wir es schon so, dass zum Beispiel ab 16. Mai der Zander beangelt werden kann. Das könnte dies Jahr auch kritisch werden, weil es einfach jetzt noch so kalt ist. War. Aber ein anderes Beispiel, der Elbe-Seitenkanal, da haben wir jetzt einen Bereich als Schongebiet ausgewiesen, wo explizit bis Ende Mai nicht geangelt werden kann. Ja, schön. Weil wir genau auch da wissen, da sind die großen Zander und bewachen ihre Eier. Ja. Und da geben wir denen quasi noch 2 Wochen on top und dann darf man da erst eben ab 1.6. angeln. Aber dann ist man auch sicher, dass da die allermeisten Fische durch sind im Laichgeschäft. Ja. Also es ist auf jeden Fall. Finde ich gut. Ich finde, man könnte es auch einfach. Ja. Solche Sachen, wenn man das weiß, könnte man eigentlich auch festlegen, meines Erachtens. Dann muss man nicht jedes Jahr wieder aufs Neue gucken, sondern einfach bam, da setzen wir on top nochmal Zeit drauf. Und dann kann man schauen, wie sich das kältebedingt entwickelt fürs nächste Jahr, ob man wieder Zeit draufsetzen muss oder auch nicht. Ansonsten hat der Zander einfach jetzt nochmal 2 Wochen Zeit extra. Und selbst wenn es nächstes Jahr wärmer wird, hat er halt einfach nochmal 2 Wochen Zeit extra, um sich auch von Leichen ein bisschen zu erholen. Ne? Ist auch okay. Meine Meinung. Auf jeden Fall irgendwie, wie bei den meisten Dingen, man muss einfach ein bisschen an die Vernunft appellieren, man muss ein bisschen situativ das Ganze betrachten, man kann nicht einfach pauschal sagen, in jedem Gewässer ist es gleich, jeder Verein muss da glaube ich schauen, wie sind die Bedingungen, wie sind die Gewässer, ne? Und dann kann man da eigentlich das beste Management für den Zander rausholen, dass man dann weiterhin gut Fische fangen kann. Ne? So sieht's aus. Ja, und ich hoffe, wir absolut fangen richtig. Jetzt auch noch ein paar Fische, ne? So, ich glaube, irgendwann mit den ganzen Zanderfacken sind wir durch, ne? Und jo. Probieren wir hier nochmal ein paar kleine Grundeln zu ärgern. Leute, der Zandercheck, darum ging es mir nicht hauptsächlich. Ich beende an dieser Stelle hier mal den Dings. Das ganze Video, die letzten 5 Minuten, könnt ihr euch nochmal angucken. Und packe ich euch unten auf jeden Fall in die Infobox. Genauso wie den Artikel vom Netzwerk Angeln, genauso wie den Artikel vom Angelverband Niedersachsen. Leute, sehr, sehr wichtiges Thema. Ich stimme da komplett mit überein. Bin sogar dafür, ein bisschen drastischere Maßnahmen in Sachen Schonzeit zu gehen. Aber das ist nicht meine Entscheidung, Leute, sondern ich kann das nur persönlich für mich entscheiden, dass ich bis zum 1.6. und vielleicht sogar je nach Wetterlage einfach nicht mit Gummifisch am Boden in Form von Jig oder mit
Wobblern etc. auf Zander, Fische oder ich sage, hey, ich angel auf Hecht und jigge dann durchs Wasser, würde ich dann halt nicht machen, Leute. Würde ich dann halt nicht machen. Starkes Video, High Fishing, wieder perfekte Zusammenarbeit, sehr informativ, sehr, sehr wichtige Arbeit für uns Angler, stark gemacht, weiter so. Kuss geht raus, euer Icy.